Ist er nicht süß, mein Knetbeton-Igel. Ist der süß? Oh ja, natürlich. Gut, er ist süß. Er bekommt auch noch ein bisschen Farbe. Pink. Gibt es pinke Igel? Ja, ne? Ja. Aber eher in Kackbraun. Aua. Ich will dann doch lieber pink. Guten Tag, liebe YouTube-Gemeinde. Heute möchte ich euch zeigen, wie wir uns ganz einfach Knetbeton selber machen. Und daraus kann man so schöne Igelchen zaubern. Wie sie anmalt, ist egal. Das war wirklich bloß mal zum Ausprobieren. Ihr braucht dafür etwas Estrichbeton. Die Menge, die richtet sich danach, wie viel ihr machen wollt. Ich habe jetzt mal hier so ein Becherchen voll. Dann, ich mach mal erst. Dann braucht ihr ein bisschen Spülmittel, hier schon Spülmittel, ganz normales. So. Und dann macht er ein bisschen Wasser hinein. Immer erstmal ausprobieren. Wasser nachgeben könnt ihr immer noch. Seht ihr, der Schluck war bei mir auch schon wieder zu viel. Aber ich habe ja neben mir einen ganzen Eimer. Ist wie beim Kuchenbacken. Wird zu fest, ich habe da noch ein bisschen was dazu. Ein bisschen Wasser. Wird zu weich, mache dann noch ein bisschen Beton dazu. Vor allem, ihr könnt damit alles machen. Ihr könnt damit zum Beispiel Styroporkugeln umwickeln. So habt ihr schöne Gartenbetonkugeln. Ich werde euch damit auch noch richtig große Igel zeigen. Aber erstmal wirklich bloß, damit ihr seht. Damit man mit Beton auch kneten kann. Also wie ihr sagt, das sind diese kleinen Plastebecher, diese 220, davon habe ich jetzt zwei Becherchen voll, einen Schluck Geschirrspülmittel und ein klein bisschen Wasser. Cool, war schöner Kuchen. Okay, mal, so habt ihr so eine wunderschöne Knetmasse. Kommt, da machen wir noch einen Igel von. Das noch? Ja, seht ihr noch. Da vorne kommt das kleine Näschen ran. So. Dann nehmt ihr euch was Spitzes. Könnt auch Zahnstocher drin pieksen. Oder kleine Äste. Was sich auch sehr gut macht, ich zeige euch das mal. Moment. Ich flitze mal gleich los. So. So, du süßer Zwergerklein, sollst du auch haben. Wartet mal, ich zeige euch mal. Mache nur hier auch massig diese Betonkürbisse. Und
damit könnt ihr diese Blüte nämlich ideal machen. Da einfach aufmodellieren, schick ist es. So. Ihr seht, ihr könnt alles damit machen. Ihr könnt damit kneten, was ihr wollt. Wie Beton. Nur halt Beton. Wie gesagt, das ist hart, das ist porös. Quatsch. Nicht porös. Das ist die Hitze. Wir schieben auf die Hitze. Yeah. So. Könnt ihr alle Figuren von kneten, die ihr möchtet. Aber die Igelsaison geht ja los. Ich habe in meinem Garten schon ganz viele. Der kriegt eine lange Nase. So. Wie gesagt, ging bloß um die Sache an sich. Ganz einfach, ganz simpel, Knetbeton. Lasst ihr dann 24 Stunden aushärten, wie den anderen auch. Und fertig sind eure Werke. Ihr könntet auch eine ganze Weile verarbeiten, also ihr könntet mehr als 2 Stunden, könntet das wieder verarbeiten. Viel Spaß beim Nachbasteln und bei Betonknete herstellen. Bis zum nächsten Mal.